eine Frau bei uns, die nicht rein wollte ins Stadion, sondern in den Urwald. Und zwar in den Urwald, von dem eine junge Frau namens Larissa den schönen Satz sagte: Wir können hier nicht sterben, das haben wir vertraglich unterschrieben. Sie selbst hat darüber gesagt: Achtung, du musst eigentlich nur ein paar Hoden essen und schon mögen dich alle. Dass sie das so gut konnte, liegt vielleicht auch daran, dass ihr Lieblingsgericht als Kind eine ganz besondere Spezialität war. Schweinehirn mit gebratenem Ei und Kartoffelmus. Das ist nicht pfui, sondern eigentlich ziemlich bodenständig und nebenbei sehr lecker. Herzlich willkommen der Dschungelkönigin Melanie Müller. Schön, dass du bei uns bist, Melanie. Ja, schönen guten Abend nochmal. Bevor wir gleich über gebratenes Schweinehirn und andere Dinge sprechen, erstmal in die ganz harte Realität, Roger. Warum ein Jahr in den Bundestag auf der Besuchertribüne? Roger, wie fandest du Melanie Müller im Dschungel? Rasant. Rasant? Ja. Also ich weiß jetzt, du bist Fan. Was... das muss ich differenzieren. Ich hoffe, das tut jetzt niemandem weh. Ich war ein großer Anhänger von Larissa. Weil, und das habe ich in Ihrem Bericht gelesen. Ja. Wo ich aber wirklich nur die Hälfte verstanden habe. Das soll Ihnen nicht zu denken geben. Aber ich habe gleich verstanden, dass auf Ihrem Hintern steht: Beste Grüße aus dem Osten. Schöne. Das ist so klar. Schöne Grüße aus dem Osten. Ja, ich habe nicht gut genug hingeguckt. Ja. Ich muss sagen, dieses Camp hat sich völlig um eine Person herum entwickelt. Organisiert, ja. Eigentlich, ja, entwickelt. Und es war eine Deutungsmaschine für diese eine Person. Und ich glaube, wenn man diese Person rausgenommen hätte, dann wäre das irgendwie eine ganz andere Versuchsanordnung geworden. Ja. Melanie, wie hast du das erlebt? Also diese Larissa, diese junge Frau aus Österreich, die gelegentlich, sagen wir mal, übers Fernsehen leicht verhaltensauffällig wirkte, in Teilen zumindest, aber dann doch sich sehr wacker geschlagen hat. Ja, ich muss mich jetzt erstmal sammeln. Ich habe jetzt in der kurzen Zeit so viel gelernt. Larissa ist trotz alledem, dass sie ein großes Nervpotenzial hat, ein sehr, sehr liebenswertes und auch sehr intelligentes Mädchen. Nur sie verliert halt ab und zu mal den Punkt, wo sie gerne hin möchte. Und das ist halt sehr, sehr schwer, sie auch wirklich ernst zu nehmen. Den Punkt. Den Punkt. Ja. Richtig, richtig. Also das ist sehr, sehr schwer, mit ihr längerfristig zusammen zu sein, weil sie nervt extrem, aber sie ist trotz alledem extrem intelligent und sie weiß auch teilweise, was sie möchte. Sie vergisst nur teilweise wieder. Frage an Sabine Töpperwien. Sabine, hast du Dschungelcamp geguckt? Noch nie. Sorry. Okay, dann machen wir jetzt mal einen kleinen Ritt durch den Urwald. Gerne. Rolf Töpperwien guckt Dschungel? Ich gucke Terra X. Terex ist auch Dschungel. Das ist der Dschungel, den ich gucke. Das andere habe ich noch nie gesehen. Ja, okay, also dann reiten wir jetzt einmal kurz durch den australischen Dschungel. Warum bist du da rein? Ich bin da rein, ich bin ja durch einen Bachelor mehr oder weniger bekannt geworden und dachte mir, Bachelor muss man einmal kurz erklären, ja. Ne? Ist kein Studienabschluss in dem Fall, sondern... Ganz im Gegenteil sogar. Ist ein junger... Das hat nichts mit Studium zu tun. Ja, sondern ist ein junger Mann, der als Gelegenheitsrosenverkäufer sich durchs Leben schlägt. Und sucht aus 20 bekloppten Frauen eine raus. So. Das ist so. Und eine von diesen bekloppten Frauen warst du. Richtig. Und da bin ich mehr oder weniger bekannt geworden als, wir wissen alle als was. Mehr als blondes, was? Also ich weiß gar nichts. Mädchen mit leichter Porno-Vergangenheit. Oh. Und... neu. So, jetzt ärgert sich Rolf Töpperwien, dass er den Dschungel. Ja, und jedenfalls habe ich immer Dschungelcamp geguckt und dachte mir, Mensch, was die Idioten da drin können, das kann ich auch. So. Und dann dachte ich mir irgendwann, so, jetzt gehst du vielleicht schaffst. Aber nochmal kurz irgendwann zum Bachelor. Du bist dadurch berühmt geworden, das fand ich ganz interessant. Du warst niemals bis zur Unkenntlichkeit bekleidet, das kann man jetzt so nicht sagen. Aber du bist vor allen Dingen dadurch berühmt worden, dass du dem Bachelor sozusagen einen Korb gegeben hast. Diesen wunderschönen Bachelor mit diesen wunderschönen weißen Zähnen. Und dem sagst du, ich will deine Rose nicht haben, mein Freund. Tja, wenn so das so ein richtiger Mann wie der Herr Töppermann gewesen wäre. Töpperwien. Mein Name ist von Tora. Dann hätte das gleich geklappt, aber das, Attraktivität ist halt manchmal nicht immer ganz so wichtig. Ne? Also er war dir zu soft? Zu soft. Also eher so die Abteilung Roger und ich, so ein bisschen weicheilmäßig.
Das haben Sie jetzt gesagt. Ja, wir stehen ja dazu. So weit waren wir noch nicht. Wir stehen ja dazu. So weit sind wir noch nicht. Wann triffst du wieder im Fernsehen auf? Ich werde es mir jetzt mal anfangen. Okay, mit also. Der nächsten Sendung gucke ich mir an. So, also diese junge Frau, die den Mut hat, diesem wunderschönen Bachelor zu sagen, ich will deine Rosen nicht haben. Und das bleibt auch so. So. Ja. Bewirbt sich dann beim Dschungel oder rufen die an? Die rufen eigentlich fast immer an. Und die rufen auch an und die suchen sich ihre Kandidaten sehr genau aus. Hast du darauf gewartet, dass sie anrufen? Ich bin ehrlich, ich habe darauf gewartet und ich habe auch darauf gehofft. Und einfach, um da reinzugehen und um den Leuten zu zeigen, wer ich wirklich bin, weil die Bachelor-Staffel hat mich so dargestellt, wie die kann nichts anderes außer sich schminken und große Brüste und mehr geht da nicht. Ne? Und und ja, deswegen bin Rolf ich da reingegangen. Wolf ärgert sich weiter. So. Er ärgert sich. Und deswegen bin ich, sie bringen mich völlig aus dem Konzept, Mensch. Oh mein deswegen, deswegen bist du da reingegangen? Ich bin da reingegangen, um zu zeigen, das, was die anderen können, das kann ich auch. Und um zu zeigen, wer ich wirklich bin, dass ich das ganz normale Mädel von nebenan bin. Ohne Schminke. Sie würden jetzt sagen, auch ohne Kleidung, ne? Nein, nein, nein. Einfach die nackte Wahrheit, hätte ich jetzt die gesagt. Die nackte Wahrheit. Ja. Das ganz normale Mädchen, ja. Das durchzieht. Das, aber das ist doch etwas, was ich, wie ich finde, auch sehr gut gelungen ist. Und das ist auch, glaube ich, das, was am Ende auch den Ausschlag für den Sieg gegeben hat. Das war Sinn und Zweck und das ist auch mir sehr, sehr gut gelungen. Doch, ja, auf jeden der, Fall. Der sehr bodenständig wirkte und auch sehr pragmatisch so sein Zeug gemacht hat und auch von nichts zurückschreckte. Hat das was damit zu tun, dass du früher mit deinem Papa regelmäßig auf Jagd warst und dieses gebratene Schweinehirn gegessen hast? Naja, das gebratene Schweinehirn hat geschmeckt, hat mir aber nicht besser getan. Aber das stimmt, die Geschichte. Das stimmt, ja. Natürlich bin ich anders aufgewachsen, als ich komme vom Dorf, als vielleicht ein Stadtkind. Ne? Aber in dem Moment, auch ich habe Angst vor Spinnen und ich würde, wenn mir heute jemand sagt, iss doch mal das pürierte, was weiß ich, Anus vom Ego, ja. Dann würde ich sagen, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber in dem Moment denkt man einfach an die anderen Leute und man möchte die mehr Sterne holen, dass die irgendwann mal satt werden und das ist dann Augen zu und durch und das zählte für mich. Mhm. Aber nochmal zurück zur Motivation, Melody. Was war denn wirklich der Grund, da jetzt reinzugehen? War das wirklich nur diese Geschichte mit dem schönen Bachelor vergessen zu machen oder geht es da auch um Geld? Um ja, Motivation, da muss man ganz ehrlich sein. Jeder, der sagen würde, nein, Fernseher ist mir egal, ist natürlich völliger Schwachsinn. Also man ist wieder im Fernsehen, man verdient wieder Geld, nicht mal unbedingt zu der Sendung, sondern auch danach. Alles ist danach natürlich viel, viel besser und man sitzt bei Ihnen auf im Stuhl, ne? Ja, aber erklär einmal dieses Geschäftsmodell, weil darüber haben wir, ist ja ganz interessant, auch für eine Radiofrau wie Sabine Töpperwil, es gibt offenbar mittlerweile im Fernsehen, darüber haben wir mit Fiona Erdmann auch gesprochen, einen neuen Beruf. Und der ist, ich war im Dschungel. Naja, was machen Sie beruflich? Ich bin im Dschungel gewesen. Die Leute, die ins Dschungel gehen, nicht das Fernsehen benutzt die Leute, sondern mittlerweile benutzen wir das Fernsehen. Das ist einfach so. Und da muss man auch ehrlich dazu sagen. Und wenn man da ohne Plan oder ohne Konzept in den Dschungel reingeht, dann ist man einfach doof. Und das haben einige natürlich verpasst. Und ich bin mit Konzept da reingegangen, zu zeigen, wer ich bin. Und mittlerweile ist, finde ich, aus mir eine kleine Geschäftsfrau geworden. Mit 25 macht man immer noch Fehler, um Gottes Willen. Und mir werden auch noch viele Fehler passieren. Aber das war Sinn und Zweck der Sache, dass ich da reingehe, um zu zeigen, ich bin ein ganz normales Mädel, ich kann noch mehr als mich schminken. Und ich kriege das auf die Reihe. Finde ich eine sehr gute Analyse. Wirklich. Haben wir vorhin bei den Politikern gesprochen. Du bist jetzt befangen, Rolf. Lass nein, das kommen. Das hat keinen Sinn. Ob da jeder weiß, für wen er was macht, ich finde das toll, dass sie sagt, sie ist mit einem Konzept da reingegangen. Ja, finde ich auch. Das beginnt Spaß, ne? Bei mir, die Sache ernst zu nehmen. So, eine Frage auch an den Medienwissenschaftler sozusagen, Roger Willemsen. Ist das so, dass wir da etwas gesehen haben, was sich umgedreht hat? Also erstmal war das ja etwas, von dem viele Leute sagten, mein Gott, also um Himmels Willen, da werden Leute bloßgestellt, die werden fertig gemacht, die werden benutzt. Und mittlerweile dreht sich das Ding um und Sie benutzen das Medium? Das ist zum Teil, glaube ich, tatsächlich so. Wobei man auch sagen muss, die leiden auch und die werden ihrer Fallhöhe, wenn sie noch welche haben, irgendwie auch vergewissert. Das ist Würdelosigkeit, ist auch die Voraussetzung für dieses Experiment. Aber jemand wie Melanie dreht das dann so weit um und sagt, ich weiß, warum ich da bin. Ich weiß auch, warum ich Emo-Anus verspeise. Und das wird sich irgendwann gelohnt haben. Die Gefahr besteht nur darin, dass Künftige das immer weiter so versuchen, dass das Format immer steriler wird und vor allen Dingen, dass es einen nicht kalkulierbaren Rest gibt.
Mola Adebisi hat nicht gewusst, was für eine schlechte Figur er macht. Mathieu Carrière hat keinen Schimmer gehabt darüber und die hielten sich alle für klug, wie sie dieses Format bedient haben. Winfried Glatzeder hat, glaube ich, zum Teil außerhalb der kausalen Welt existiert. Heißt? Kann man es kurz übersetzen für uns alle? Heißt, dass er manchmal wirklich wie jemand gewirkt hat, der bewohnt ist, aber von jemand anderem. Ja, verstehe. Also, ich weiß nicht, das kann man nur metaphorisch ausdrücken. Ja, war das klar? Es ist ein jahrelanger Schauspieler und das merkt man auch. Er ist ja in seiner Rolle drin. Kinski-esk war der alles, eigentlich. Ne? Alles ja, ringsrum sind, ja, ist das Publikum. Ja. Mhm. Und das hat er genutzt. Jemand, ja, damit ist er nicht durchgekommen. Leider nicht. Mhm. Gott sei Dank. Aber was ich jetzt lerne und gut finde, ist, dass die Martina das jetzt eben als Sprungbrett gesehen Melanie, hat. Melanie, Entschuldigung. Wir haben sie nicht. Töpper Wien, Melanie, Töpper Wien. So. Jetzt steht es übrigens familiär 1:1. Ja. Okay. Und auch, dass sie also das als Martina Töppermann sagt was dazu? Ackermann ist hier. Dass sie das als Sprungbrett gesehen hat und genutzt hat jetzt. Während ich bislang immer dachte und deswegen auch noch nie das geschaut habe, dass es ehrlich gesagt immer die abgehalfterten Schauspieler etc. sind, die BC-Promis. Dann habe ich mir so gedacht, das ist ja eine Zumutung. Aber wenn da jetzt wirklich mal jemand Junges rankommt, mit frischem Elan, mit einem Konzept oder so, dann hat das Ganze vielleicht auch mal eine Chance. Aber ich glaube, sie sind da eine Ausnahme, oder? Ja, wir haben immer also diese abgehalfterten N-Promis, Nerv-Promis oder S wie Suff-Promis, die haben wir immer. S wie Suff-Promis. Ja, du hast auch mal gesagt, ich bin ein Schrott-Promi, ja, und ich stehe dazu. Bin ich ja auch. Ich bin von dem Trash-TV gekommen und es ist natürlich, also ich muss natürlich ehrlich sein, ich bin natürlich unheimlich aufgeregt, einfach hier zu sitzen, aber ich dachte heute, wann der Herr Ackermann dabei ist und ich falle um, dann geht's mir gut. Da kann mir nicht viel passieren. Aber wenn man dann in so einer Runde sitzt mit 5 Intelligenten und ich... Dann muss man sich gut vorbereiten. Und ist doch alles gut. Du schlägst dich hier super wacker. Ja. Du kennst Trash-TV. Du bist befangen. Ich kenne, Ruhe. Ich kenne nur den Spieler Trash. Ja. Den Spieler Trash, der neulich eine rote Karte bekommen hat. Aber sind wir nicht übel, ja. Wegen Ausfallerscheinungen gerade fällt. Ist es wirklich so, dass Bohnen dazu führen, dass man komisch wird im Kopf? Wie Winfried Glatzeder behauptet? Nein, das kann sein, dass das nach 6 Wochen passiert. Wir haben natürlich alle wenig zu essen bekommen und haben extrem Hunger. Da fängt man wirklich an, über sein Leben drüber nachzudenken. Aber ich muss auch ehrlich sein, wenn man rauskommt, man hat sich den Bauch wieder vollgeschlagen, das alles wieder zunichte. Alles, was man sich vorher vorgenommen hat, ja, ach, und da bist du nicht mehr so böse. Und zudem, den rufst du gleich erstmal an. Du sitzt im Hotel, hast dich vollgefuttert, trinkst ein Glas Wein und denkst, ach, alles scheiße. Also das ist wirklich so. War dir klar, Melanie, dass du das Ding gewinnst? Nein. Also ich dachte, als ich in den letzten 4 war, dachte ich mir so, könnte vielleicht noch was werden. Und dann sitzt du aber neben Larissa, die völlig dich am Nerven ist und am Ach und alles ist schön und gleich gehen wir was trinken, wo du dann sagst, so, die Kleine gewinnt das schon. Ich hätte es ja auch gegönnt. Und dann fällt dein Name und dann... nimmt man das nicht wirklich so für voll alles möglich? Das Rührende in der Situation war nur, dass zuletzt ja jeder für sich werben soll mit der Telefonnummer. Und ja, Larissa nannte dann beide Nummern und hat immer gesagt, entweder für Sie oder für mich, aber rufen Sie an, rufen Sie an. Und das war nicht der Sinn der Sache eigentlich. Ich hatte keine Lust mehr, irgendwas zu sagen. Und sie hatte keine Konkurrenz mehr. Sondern nein, hat sie auch wirklich nicht. Also wir haben auch immer noch sehr, sehr guten Kontakt. Und sie ist ein liebeswertes Mädchen, wenn sie nicht so viel vergessen würde. Ne? Ja, zu dir zurück, Melanie. War dir klar, wie es dann weitergeht, wenn du rauskommst? Also ist diese Mission geglückt, zu zeigen, wer du wirklich bist? Und wie kam es dann dazu, dass du vor wenigen Tagen nackt rodeln warst? Die Mission war, zu zeigen, wer ich bin. Die Mission war nicht, wenn ich ehrlich bin, dass ich gewinne. Alle haben gesagt, was ist denn, wenn du gewinnst? Ich sage, ach Mensch, lass mich doch in Ruhe. Ich gewinne nicht, ich will das auch gar nicht. Und nackt rodeln. Das ist natürlich in meiner Heimatstadt. Rolf, schau, hier ein Foto. Er hat es verpasst. Hat sie die Goldmedaille da im Doppelsitzer geholt? Im Doppelsitzer, pass auf. Ich hab das gesehen in Sochi. Es war der Einer oder auch der Zweier, bin mir nicht sicher. Das war, oh mein Gott, wo war denn das? Es lag zu dem Zeit kein Schnee, deswegen mussten wir irgendwo in Ostern. Ich will die Eisrinne noch mal hören. In Kochstedt. Kochstedt. Ja, das sind natürlich Verträge. Waren Sie da, Herr Ackermann? Ich habe es nur in der Zeitung gelesen. Natürlich. Ja, klar. Das sind die mit Pudelmütze dann ganz hinten stehen.
sehr gut. Ich war mit dem Rettungswagen da zur Absicherung. Er hat ja den Rettungswagen vorgeschoben, um ranzukommen. Den Auftrag habe ich natürlich vom Dschungelcamp angenommen. Ich hätte ihn aber auch nach dem Dschungelcamp angenommen, weil Imagewandel hin und her. Man hat ja nur von mir verlangt, dass ich mich nicht mehr so schminke. Man hat ja nicht gesagt, bitte zieh dich jetzt nicht mehr aus. Es gibt natürlich immer noch meine Auftritte im Glas, wo ich halt oben ohne bin. Natürlich abgeklebt. Aber, Auftritte wo? Im Champagnerglas. Das ist Burlesque, falls du noch nie gehört hast. Von Tita, von Tesa, genau, oder so ähnlich. Kennst du ihn nicht? Aber du kennst dich aus. Ne? Ja, ja, aus. Ja, warum hat man das Nacktrudeln gemacht? Das ist, es hat unheimlich viel Spaß an dem Tag gemacht. Und ja, da gibt es eigentlich keinen, ach Mensch, hätte ich das nicht gemacht. Oder ach ja, ich schäme mich ja da einfach nicht dafür. Ich meine, wir Ossis, wir rudeln halt gerne und wir ziehen. Wir müssen uns nicht großartig anziehen. LKK kommt von zu Hause. Mein Gott, was soll ich da jetzt sagen? Absolut, absolut. Die FDP ist auch Schlitten gefahren, ne? Bitte? Die FDP ist auch Schlitten gefahren. Die FDP ist auch Schlitten gefahren. Hätten sie sich mal ausgezogen, wäre es was geworden. Egal. Wo waren wir jetzt gerade? Achso, bei Ossis rodeln gerne. Ossis rodeln gerne. Ein Satz für die Ewigkeit. So, der Schnee ist weg. Ja. Was kommt jetzt? Also wofür wirst du jetzt versuchen, nicht zu viel Zukunftspläne? Zu viel Kleidung zu tragen, wollte ich sagen. Nee, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Zukunftspläne. Pläne, so, ja, Pläne. Das wollte ich sagen. Ja, ich bin völlig verwirrt. Ja, ich merke es schon. Ja. Welche Zukunftspläne hast du? Zukunftspläne, es gibt ganz, ganz viele Zukunftspläne, wie so überall. Ne? Ich konzentriere mich momentan auf meine zwei Shops, die ich weiter ausbauen will. Das ist natürlich zum einen der Erotik-Shop. Dresch-Tiffi? Nein, Erotik-Shop. So. Internet-Shops. Und mein Modelabel, das versuche ich natürlich weiter auszubauen, weil man geht ja natürlich nicht immer davon aus, dass man im Fernsehen immer zu sehen ist. Dann bin ich mit 99 Pro Media gerade am Verhandeln. Wir stecken gerade die Köpfe zusammen. Mit wem? 99 Pro Media, das ist eine Produktionsfirma. Ja. Und dann, Herr Lanz, können Sie mir natürlich einen ganz großen Traum erfüllen. Ich möchte einmal bei Wetten, dass Ihre Assistentin sein. Dann kriegst du 1 Million Zuschauer mehr. Die Werbung ist angekommen. Ja. Da reden wir noch was drüber, oder? Jetzt werden die Medien benutzt. Jetzt werden die Medien gerade wieder benutzt. Ja. Ich reiche das direkt weiter, heute Abend noch. Hand drauf? Ja, ja, ich reiche das weiter. Aber das heißt nicht, dass ich. Ich reiche das weiter. Dann ist mein Sinn und Zweck in dieser Sendung erfüllt. Ich setze dich sofort wieder hin. Ich bleibe bis zum Ende. Melanie, es war so ein netter Abend bis jetzt. Sonst machst du alles kaputt. Wirklich, ich finde es ganz schlimm. So. Also, ich reiche das weiter. Okay. In jedem Fall viel Glück und alles Gute für das. Viel Google. Viel Google. Ja. Martina Töppermann. Du bist auch von Würde heute.